Möllemann im niederrheinischen Goch in seinem alten Boxclub. Es geht in die letzte Runde des Wahlkampfs, das heißt in den Medien sein, austeilen für die Kameras. Vor 35 Jahren begann Möllemanns Boxerkarriere, alles Geschichte, aber eine, die sich gut verkaufen lässt. Das Ziel sind die Grünen, sie will er verdrängen, in Berlin und am besten auch in Düsseldorf. Die Partei drängt zur CDU, Taktiker Möllemann zur SPD. Da heißt es, austeilen nach beiden Seiten. Also ich habe mit links den Jab gemacht und rechts die Gerade natürlich. Ne? Also langsam die Birne weich kaufen und dann bumm. Kreuztal im Siegerland, Sport mit Joschka Fischer. Die Partei liegt in NRW gut im Rennen, etwa einen Prozentpunkt über dem Trend. Damit das so bleibt, sind auch bei Fischers Leibesübungen Kameras dabei, Gespräche aber untersagt. Ich versuche mich ein bisschen dabei auch zu erholen. Ich bin darauf wirklich angewiesen in diesen Tagen. Und hoffe da auf euer alles Verständnis. Und nochmals recht herzlichen Dank für die Gelegenheit, heute mit euch laufen zu können. Der grüne Außenminister im Wahlkampfmarathon. Er weiß, das große NRW ist wichtig, wenn man in Berlin mitmischen will. Münster, Domplatz. Die grüne Basistruppe wartet auf Möllemann. Im Antisemitismusstreit bleibt er für sie der Buhmann. Haben Sie das absichtlich gemacht? War das Wahlkalkül damals hier mit den... Mit dem Herrn Friedmann, oder ist halt einfach total nach hinten losgegangen? War das Adrenalin auch so? Rumstenkerei, Adrenalin dann, was Sie mir jetzt gerade vorgeworfen haben? Oder war das, haben Sie gedacht, damit können Sie 18% erreichen? Ich mache Sie zum Außenminister. Sie sind ganz wichtig, bedeutend, erfahren, kompetent. Sie gefallen mir. Für Westerwelle reicht es nicht zu den 18% und Kanzler wird er auch nicht. Projekt 18-Erfinder Möllemann gibt sich unbeeindruckt. Immerhin, Möllemanns Verband liegt etwa 4 Prozentpunkte über dem FDP-Bundestrend bei über 11%. Im Bundestag könnte sich Möllemann den Fraktionsvorsitz vorstellen. Aber dazu müsste die FDP mit ihren Themen Steuern, Arbeit, Gesundheit und Renten weiterpunkten. Und mit Möllemanns Lieblingsthema. Ich habe Rabin für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen, wegen seiner friedensorientierten Politik. Ich attackiere Sharon wegen seiner gegenteilig ausgerichteten Politik. Und ich werde mir das von niemandem, auch keinem Fernsehmoderator, untersagen lassen, meine Damen und Herren. Möllemann will nicht zurückstecken, Rot-Grün am liebsten auch in Düsseldorf kippen. Das will auch Parteichef Westerwelle, die Nummer 1 auf der Landesliste. Wie, ist beiden egal. Ich weiß aber eins. Ob schwarz-gelb oder rot-gelb, beides ist mit einer starken FDP allemal besser als rot-grün, erst recht, wenn die PDS das Reserverad werden soll, meine Damen und Herren. Düsseldorf Tonhalle, eine grüne Modenschau von Nachwuchsdesignern, die Streitpartei als Fantruppe, Westerwelle lässt grüßen. Dann die Botschaft, Ökowandel und Friedenspolitik gehen nur mit den Grünen. Der heimliche Angstgegner, die Westerwelle FDP, habe sich verrechnet. Herr Westerwelle möchte Kanzler werden. Und dazu hat ihm Herr Möllemann gesagt, reichen 18%. Das wollen Sie hören in der ausverkauften Konzerthalle. Dann holt Fischer die Wirklichkeit ein. Die Grünen Enttäuschten demonstrieren, Asylbewerber gegen ihren Ablehnungsbescheid und Studenten gegen Studiengebühren. Fischer wird mit ihnen fertig. Der weniger bekannte Landeschef ist zufrieden. Er macht eine gute Politshow auch dabei, aber im Zentrum steht die Auseinandersetzung mit dem Publikum und ich denke, das zeichnet ihn und uns auch ganz besonders aus. In Berlin soll bald weitergejubelt werden, aber das will die FDP wohl auch.